Matze? Hilfe? Easy, wir sind schon drin. Ja, wir sind schon drin. Ich habe ja auch schon eine Lampe leuchten. Ja. Guck mal. Komm mal mit. Mal mit. Achso, jetzt muss man aufpassen, es können uns welche von vorne entgegenkommen. Wie lange sind wir schon drin? Ungefähr eine halbe Minute. Okay, das muss man Vorsicht walten lassen. Wir gehen jetzt zu dem Spawn zurück, wo, in die Richtung, wo wir vorhin gespawnt sind. Ja. Richtung Scav-Bude. Vielleicht mal ein bisschen Wutz-Schulung betreiben. Ja. Liebend gern. Ich habe mich noch nicht mal richtig hingesetzt, hingepflanzt hier. Oh ja, vorne ist schon einer. Ich laufe links rum. Nach rechts weggerannt. Einer minus. Ja. Ich bin übelst angehittet. Ich auch. Hast du ihn gesehen? Ja, ja. Es waren zwei. Größer? Einer ist tot. Einer war noch tot. Ich weiß jetzt nicht, ob er abgehauen ist. Stehst du, läufst du? Nein. Minus. Ich sehe dich, ja. Glaub mal noch. Sicher ab. So, du gehst runter im Bunker. Ja. Guck mal die Sportfreunde mal an. Mach das. Und jetzt ziehe ich mir das Ding rein, oder wie? Du ziehst jetzt das Ding rein? Ich schließe hier noch auf. Du hast doch heute gesagt, dass du Kleidung brauchst. Ach ne, hier liegt ein IFAC. Dann ziehen wir uns das Ding jetzt rein. Ich hab den Rucksack nicht mitgenommen. Ja, hab ich nicht aufgesetzt, sag mal. Lass es dir schmecken. Ja, so. Ich habe jetzt noch 25, habe ich noch. Dann achte ein bisschen drauf. Du musst 5 Minuten durchhalten. Nehme ich mir am besten mal das IFAC hier mit. Ja. Dass ich mich gegenheilen kann. Auf jeden Fall. Sitzt im Bunker und Eike. Die Brüder haben gut Flechette eingepackt. Noch 22 habe ich. Warte mal. Wasser. Ui. Das zählt jetzt noch nicht. Ruhig. Du darfst jetzt noch nichts trinken. Du musst komplett auf Null sein. Du darfst dich nur hochheilen, nichts trinken während der Zeit. Gut. Er ist echt davon ausgegangen, dass ich tot hinterm Baum liege. Aber statt sich erstmal zu überzeugen, will er das Zeug von seinem Kumpel safen. So, theoretisch müsste es ja bei dir dann irgendwann Kling machen und dann kannst du. Ja. Falls du noch Medizin brauchst, musst du Bescheid sagen. Brauchst du noch eine AKS 74N? Würde ich mitnehmen, wenn ich sie kriege. Natürlich, gebe ich dir.
Da hängt an seinem Pass. Ich mag das. Darf ich das mitnehmen? Ja, kannst du anziehen. Das ist eine Einsatz. Fabrik, geht das vielleicht? Stellst dich in der Ecke als Fass. So, komm jetzt raus. So. Warte, ich schmeiß dir die Waffe hin. Ich schmeiß dir hier Flechette-Munition hin. 40 Schuss, 43 Schuss. Papier, hier noch Magazine. Laber dich. Hier noch ein Proben LCT. Sammle ein, sammle ein. Sammle ein. Es soll nicht dein Schaden sein, mein Junge. Nein. Alter. So, jetzt wiegt er 60 Kilo und ich... 30 habe ich jetzt. Echt? Ja. Bist du von Natur aus schon ein Fliegengewicht, was? Ah. Die Bärs sind nicht gut im Futter, sind ein Hungerleiter. Fallen vom Richtig. Fleisch. Wir kriegen nichts zu essen. Ich glaube das auch. So, jetzt müssen wir zum... Wir haben 25 Minuten, jetzt müssen wir zum Dings. Ins Sägewerk. Komm mit, sprach Piketty zu Frederick. Nee, Frederick zu Piketty. Hm. Sind das eigentlich Brüder? Dachte. Weiß man da was? Ich dachte, dass Frederick war der Große. Piketty war der Kleine. Oh, da unten Skeff, schnell. Piketty war der Kleine, genau. Ich dachte, er sei einfach bloß Schweinefreunde oder so. Ich dachte, es waren Brüder. Ja, kann wahrscheinlich sein. Höchstwahrscheinlich, denke ich. Mir hat da noch nie so einen Kopf drüber gemacht. Was ist da nicht? Wollen wir den Skeff so wegholen? Nee, lass den. Also du musst den Leuten, solange wie die Skeffs dann nicht auf dich schießen oder du sie nicht brauchst als Quest, den Leuten nicht sagen, hier bin ich. Ja. Bist denn du? Ich bin hier vorne an dieser geschlossenen Metallhütte. So, ich bin drin in der Metallhütte. Okay. Uiuiui. Munition geht zum Neiger. Links von uns schleicht jemand? Ja. Direkt hinter der Wand. Okay, war direkt hinter der Wand. Da kam geschlichen. Ein Schlückchen Schleicher. Wenn du willst, kannst du das Skeff draußen angucken. Hast du noch was zu essen? Oh ja, das wäre nicht schlecht. Hat da einer was? Ja, das bringe ich dir mit rein. Okay, cool. Wurde sogar frei Haus geliefert. Ah, was für ein Service. Zimmerservice bitte, mein Essen. Schmeißen Sie es vor mich hin mit einem Hund. Nicht selber fressen, hier hinschmeißen. Verdammt. Oder? Jetzt frisst er das. Warte. Hier. Oh. Besser. Danke. Das ist richtig geil. Da schleicht was draußen. Okay. Vorne am Tor war das. Wir müssen auch aufpassen. Hier war ein Sniper irgendwo. Rennt rum.
da jetzt rein? Gebremst. Voller Zucker! Rot. Hast du jetzt noch was zu trinken, ne? Oh, nö, habe ich noch. Gut. Dann lass uns mal rüber in die Hütte gehen. Dann habe ich noch Munition. Ja, 6 Schuss passt, genau. Lass uns hier drinnen schnell durchrennen. Was war mit ihm, Alter? Keine Ahnung. Das ist so neu dran, ja. Passt. Ich komm rum, Achtung, ich komm rum. Ja. So, ich weiß. Ich weiß nicht, wo du hin musst, um das zu suchen. Musst du was abholen oder platzieren? Abholen. Ah, was machst du da denn klar? Das ist, glaube ich, im ersten vorne. Da steht der auch drin. Ja, ein Ding um. Ist ja schon groß. Hast du? Einen habe ich, ja. Alter, schreck mich mal nicht so. Da ist der andere. Was geht so? Falsche Richtung. So, ich komm runter. Ey, ist bin ich. Das warst Alter, du. Alter. Ich sag, ich komm runter. So. Guck dir das an, was hier passiert ist. Ja. Wo ist Munition? Hier, warte. Ah, sehr schön, sehr super. Kennst du die Lieferstrategie jetzt? Alles frei aus. Geil, bester Mann. So, na dann auf Richtung geht's. Emma, komm. Hier den Berg hoch. Weiter an den Hütten vorbei. Vor. Ach, unten am Wasser lang? Nee, hier oben. Bleibst mal ganz kurz stehen. Wieso? Hier neben dem Holzstapel. Warum? Willst du uns umbringen? Ja, das liegt was für dich. Ich sag's doch, willst du uns töten, Alter? Wutz ist keine Spielwiese, Mann. Alter. Hast du ihn? Er jammert noch. Jetzt ist er hinüber. So, ja. Du hast was hingelegt, sagst du. Ja, hier vorne an der Ecke liegt was Schönes. Ein Leckerli. Leckerli. Ey, wieso willst du es nicht? Ich hab's gefunden. Ja, dann nimm's doch. Nimm's? Nein, deine. Warum? Hast du auch was? Du hast 3 Sets mit mir verspielt, also nimmst du das. Dann danke ich dir. Bitte dich. Wahnsinniger. Ich habe davon noch 1 oder 2 Flaschen irgendwo verstreut in meinem Hideout liegen. Cool, also sage ich natürlich nicht nein. Aber ich wäre jetzt auch nicht böse gewesen, wenn du es verkauft hättest. Geld. So, immer schön weiterlaufen, ich komme hinterher. Ja. Ich musste wieso dann erst mal ganz kurz anhalten. Gut, dann. Na, aber nicht mit auf der Straße. Bist du das wahnsinnig fette Beute. Meine Spieler werden ja wahrscheinlich nicht mehr sein, außer Scav-Spieler. Auch die können dich umbringen. Was? Hast du? Einen, es waren 2. Ich muss noch schnell nachfragen. Ich bin's. Ja, okay. Lass, nee, geh nicht hin, lass die nicht abknallen. Die sind getriggert. Lauf du hier links rum. Sonst war deine Quest, muss man nochmal rein. Geil.
Cool. Krass. Das war der, der da gehockt hat. Wo ich dachte, Alter, wieso will er nicht umfallen?